Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim, Herr Kollege Abel, vielen Dank für die Sachlichkeit, mit der Sie sich zumindest ansatzweise einmal mit dem Bericht, den Sie eigentlich hier vollständig hätten verteidigen müssen, an den Tag gelegt haben. Das war Herrn Kollegen Zimkeit leider nicht ganz so. Er sprach etwas von der Schuldenkurve, Senkung der Neuverschuldung. Eins steht mal fest, Herr Kollege Zimkeit, das ist keine Folge der Arbeit des Effizienzteams, sondern, wie der Kollege Abel nämlich sagte, eine Folge der Mehreinnahmen, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Ah ja, seit Monaten kursiert hier im Landtag der Running Gag, wo bleibt der Bericht des Effizienzteams? Jetzt ist er da, aber der Gag bleibt. Oder anders formuliert, auch der Bericht ist nichts weiteres als ein eher schlechter Scherz. So als Beispiel mal vorab, da ist ein Zitat von Seite 5 des Berichts. Ein Ergebnis der umfangreichen Untersuchungen des Effizienzteams war, dass es einfache, pauschale Lösungen für die Konsolidierungsherausforderungen nicht gibt. Derart tautologische Feststellungen ziehen sich durch den ganzen Bericht und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die verlangen vom Leser schon eine hohe Fremdschämtoleranz ab. Vier Jahre nach seiner Einsetzung, Einsparvorschläge mit Wirkung ab 2018 in Höhe von dann jährlich 214 Millionen. Kollege Schmitz hat es schon gesagt, 0,3% des Landeshaushalts geht man vom heutigen aus. Das Effizienzteam hat über drei Jahre gearbeitet und Kosten produziert in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Effizienzteam, Effizienz, effizient oder doch eher ineffizient? Der Kollege Witzel hat es schon gesagt, es ist und bleibt ein Ineffizienzteam, außer Spesen nichts gewesen. Und ich sage Ihnen bereits jetzt, im Prinzip, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch liebe Landesregierung, sollten Sie in Ihren Landesverbänden eine Sammelaktion durchführen und dafür Sorge tragen, dass der Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen diese 1,8 Millionen zurückbekommt. Vieles, was da in dem Bericht steht, ist altbekannt. Keine Zuschüsse für zinsgünstige Darlehen. Andere Bundesländer wie Niedersachsen machen das schon lange. Man hätte einfach mal mit den Nachbarn reden müssen. Man sitzt auch häufig genug zusammen, Herr Finanzminister. Vieles in dem Bericht ist völlig unkonkret. Nimmt man zum Beispiel mal die Geschichte BLB. Und Vorschläge sind, falls überhaupt vorhanden, nicht durchformuliert. Und müssten teilweise, so steht es ebenfalls an mehreren Stellen in dem Bericht, gutachterlich ausgelotet werden. Ja, was hat das Effizienzteam denn gemacht? 3,5 Jahre. Wenn das jetzt alles nochmal unter Einbeziehung der, in den 3,5 Jahren unter Einbeziehung der ganzen vielen Spezialisten und Experten extern und ich weiß nicht, wo sie alle hergekommen sind, wir wissen ja sowieso nicht alles, ist ja arkaner Bereich gewesen, das, was da im Effizienzteam stattgefunden hat. Jetzt sehen wir in dem Bericht, was da tatsächlich stattgefunden hat. Und jetzt wissen wir auch, warum während des Laufs des Effizienzteams nicht mehr nach außen getragen worden ist, weil möglicherweise diesem Mummenschanz schon vorher der Garaus gemacht worden wäre, und zwar von Seiten der Opposition. Im Nachhinein wird man ohnehin noch betrachten müssen, oder wir werden natürlich dazu eine entsprechende gerichtliche Entscheidung wohl bekommen, wie denn da mit der Opposition umgegangen ist. Und wir werden auch eine Entscheidung letztendlich damit darüber bekommen, Frau Ministerpräsidentin, wie das denn mit der Politik der Einladung aussieht. Es wäre doch nur sinnvoll und einzig richtig gewesen, alle hier im Landtag vertretenen Fraktionen in genau diese Überlegungen mit einzubeziehen, wo hier Einsparpotenziale struktureller Natur gegeben sind. Es nützt also nichts, liebe SPD, der CDU vorzuwerfen, was sie nicht tut, und umgekehrt natürlich auch der CDU nicht, was die SPD oder die Grünen, was also die regierungsfreien Fraktionen tun oder nicht tun. Das bringt uns alle nicht weiter im Land. Alle nicht. Und dieser Bericht zeigt, dass auch das Effizienzteam dieses Land keinen Meter vorangebracht hat. Sieht man nämlich einmal davon ab, dass PwC ein durchaus akzeptables Demografiegutachten erstellt hat, was im Wesentlichen den Bericht ausmacht. Was Rot-Grün im Landtag beschlossen hatte oder beschließen wollte, war, kann man dem Bericht entnehmen, sowieso tabu.
Und wie es scheint, politische Wertentscheidungen, wie zum Beispiel der Wegfall der Studiengebühren und sodann die Verteilung der freien Mittel, durften schon gar nicht in Frage gestellt werden. Die Landesregierung wollte intelligente Sparvorschläge erarbeiten, fand aber im 65-Milliarden-Etat nur Kürzungen von 214 Millionen. 145 Millionen von den 214 sollen bei den Förderprogrammen des Landes wegfallen, die weitgehend auf Darlehen umgestellt wurden. Das Gremium unter Vorsitz von Finanzminister Walter Borjans empfahl 100 Einzelmaßnahmen, von denen die meisten in den Landesetat eingearbeitet seien. Tiefgreifende Strukturentscheidungen wie eine große Polizeireform oder die Umstellung von Landesbeamten auf Tarifbeschäftigte listete der Finanzminister zwar in der Pressekonferenz als weitergehende Optionen auf, wollte sie aber schon mal nicht mal sich zu eigen machen. Das heißt also, das, was das Effizienzteam da gearbeitet, erarbeitet oder auch nicht hat, ist noch nicht mal das, was die Landesregierung hier am Ende aus dem Effizienzteambericht rausziehen möchte. Dann hätte man es auch gleich lassen können. Dann hätten auch die regierungstragenden Fraktionen arbeiten können und die Landesregierung mit den Ministerialapparaten dahinter. Das hätte doch vollkommen ausgereicht. Wofür sitzen denn in der Landesregierung bzw. in den Ministerien die Leute? Das muss man sich doch hier mal ernsthaft fragen. Ist das nur ein reiner Verwaltungsapparat? Ja, genau. Effizienz, Herr Kollege Schmidt, Sie hatten es eben gesagt, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Nichts davon ist im Bericht zu erkennen, was den Namen und die großspurigen Ankündigungen und Begleiterscheinungen verheißen haben. Das Ergebnis von 24 Sitzungen im Verhältnis zu den Kosten praktisch nichts. Hinzu kommt, dass das Effizienzteam völlig intransparent in den gewählten Fraktionen des Parlaments mit Ausnahme der Regierungsfraktion gearbeitet hat und angeblich an mögliche Sparmaßnahmen herangegangen ist. Nichts davon ist zu sehen, meine Damen und Herren. Im Prinzip könnte man diesen Bericht im Detail wahrscheinlich stundenlang auseinandernehmen, um klar und deutlich aufzuzeigen, dass die Landesregierung hier, was das angeht, insbesondere aber auch die regierungstragenden Fraktionen, muss ich leider sagen, hinsichtlich dessen, was das Effizienzteam uns verheißen hat, versagt hat. Vielen Dank.